Werdet ihr alle eure Strafzahlungen wegen keine Maske tragen, zu spät rausgehen auf die Straße und anderen unsinnigen und autoritären Maßnahmen, die die Regierung euch aufoktroyiert hat, zurückbekommen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Oberschwobler. Damn, it feels good to be in Schwobler. Maximilian Pütz, ich grüße euch ganz herzlich. In Bayern ist was los. Da regt sich jetzt ein Widerstand von einer neuen Untergruppe in der CSU. Die merken auch langsam alle, dass weder die CDU noch die CSU wirklich konservative Politik macht. Und die fordern wirklich, dass ihr alle eure Strafzahlungen, die ihr habt, ich habe ja in den Kommentaren gelesen, dass da einige von euch drunter waren, wegen nicht Maske tragen, wegen was weiß ich, zu spät aus dem Haus gehen oder sonst was, zurückbekommt. Das schauen wir uns in diesem Video mal etwas genauer an und gucken, ob es da vielleicht auch eine Hoffnung gibt, auch eine Alternative zur Alternative für Deutschlands oder ob das wieder eine weitere Nebelkerze ist. Aber als erstes möchte ich hier nochmal einen ganz besonderen Gruß und Dank an den lieben Bartklaus raushauen. Du bist wirklich ein Mega-Dude. Ich danke dir wirklich vom Herzen. Bartklaus hat wirklich ein Viertel der Kosten dieses Kanals getragen im letzten Monat. Immer wieder kommt mal ein 50er von ihm rübergewachsen. Und der erste Monat jetzt, wo ich gerade dieses Video drehe, ist gerade ein Tag alt. Und schon wieder sind 50 Euro von ihm da. Ich danke dir, mein Lieber. Das ist wirklich, bis jetzt geht wirklich kein Cent in meine eigene Tasche, sondern es wird alles refinanziert für diesen Kanal. Ich denke noch lange nicht die Kosten, aber wir kommen der Sache näher. Also wenn du den Kanal unterstützen willst, hier unten in der Beschreibung gerne. Aber nur wirklich, wenn du es kannst und auch ein bisschen Kleingeld hast. So, okay. Schauen wir mal rein in den Artikel und dann meinen Kommentar dazu. Eine juristische und politische Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen von der Staatsregierung Bayerns fordert der konservative Aufbruch, eine konservative Basisbewegung innerhalb der CSU. Ein erster Schritt wäre eine allgemeine Amnestie nach dem Vorbild Sloweniens, so der erste Landessprecher der konservativen Aufbruchs, CSU-Stadtrat und Rechtsanwalt Dr. Thomas Jahn. Ja, kennt ihr den konservativen Aufbruch? Habt ihr da schon was gehört? Die Werteunion standet, hat ja auch gestartet als praktisch eine Untergruppe in der CDU und ist jetzt eine eigene Partei geworden. Kennt ihr die? Was meint ihr dazu? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. In dem mitteleuropäischen Land beschloss das Parlament im September 2023 ein Gesetz, das die Strafen aufhob, die die Regierung während der Corona-Pandemie bei Verstößen gegen die Maßnahmen verhängt hatte. Wie Epoch Times damals berichtete, erließ Slowenien Strafen für Verstöße gegen die Covid-Vorschriften, nachdem das Verfassungsgericht sie nachträglich für verfassungswidrig erklärt hatte. Ja, das ist in Spanien, wo ich mich auch viel aufhalte, genauso. Also das ist auch der Unterschied zu Deutschland, ein wesentlicher, warum ich mich hier, auch wenn ich hier bin, sicherer fühle als in Deutschland. Denn in Deutschland hat ja das euer liebstes Verfassungsgericht gesagt, ja, nee, war alles in Ordnung, war super, weil das RKI hat ja gesagt und bla bla bla, wo wir jetzt rausgefunden haben, nee, das RKI hat nicht gesagt, das RKI hat das Gegenteil gesagt. In Spanien wurde sowohl der erste als auch der zweite Lockdown für verfassungswidrig erklärt. Und das macht mir auch Hoffnung, dass so eine Scheiße nicht wieder passiert. Man muss jetzt natürlich gucken mit dem WHO-Pandemievertrag, was da jetzt noch für ein Blödsinn kommt. Dazu vielleicht weiter auch nochmal was im anderen Video, aber naja, da seid ihr in Deutschland noch nicht sicher, aber es geht ja langsam los. Ich weiß, viele von euch sind verzweifelt und glauben nicht mehr daran, dass was passiert, aber ich sehe es anders. Ich bin wirklich positiver Dinge, denn die Ereignisse überschlagen sich ja hier und es kommt wirklich eine Sache nach der anderen raus. Im Zuge dieser Amnestie sollen Bußgelder und Verfahrenskosten an betroffene Bürger zurückgezahlt und Eintragungen in die Strafregister automatisch gelöscht werden. Damit wollte die Regierung das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat wiederherstellen. Also man sieht, die Leute erkennen schon, was hier Phase ist. Ne? Also ich habe, und ich lese das ja auch in vielen Kommentaren, ich habe komplett den Glauben an den Rechtsstaat verloren. Und komplett an allen Parteien, die da mitgemischt haben. Und das sind nun mal alle Altparteien. Und die kriegen mich auch nicht so leicht wieder. Also mit irgendwie so Lippenbekenntnissen und bla bla bla. Wenn es da nicht eine schonungslose Aufklärung gibt und Leute wirklich dafür auch in den Bau wandern, dann braucht ihr nicht glauben, dass ich in irgendeiner Form noch einer dieser Altparteien, die da mitgemeldet haben, irgendwie auch nur ansatzweise vertraue. Ich weiß nicht, wie das euch geht,
Aber mich hat der Scheiß, wie man sagt, echt wirklich radikalisiert. Bin unter die Delegimitierer gegangen, wie man so schön sagt. Lieber Verfassungsschutz, Grüße gehen raus. Aber nicht aus dem Grund, dass ich irgendwie besonders radikal, autoritär oder sonst was bin, sondern weil ihr besonders radikal und autoritär seid. Weil ihr das Grundgesetz mit Füßen getreten habt. Deswegen glaube ich und vertraue ich euch nicht mehr, denn ihr habt den Staat delegitimiert, nicht wir. Ihr habt den Vertrag, den wir miteinander hatten, einseitig aufgekündigt. Dann wundert euch bitte nicht, wenn die Leute dann an den Rand gehen und sagen, leckt mich alle am Arsch, entweder ich wandere aus, so wie ich. Von mir seht ihr keinen einzigen Cent mehr von meinem hart verdienten Geld. Oder wenn die Leute sagen, nee, also die Altparteien, denen werde ich nie wieder vertrauen. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringen. Ich finde es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Denn ich glaube, so oder so wird es ein Gewinn für die Menschheit sein, für die Deutschen, aber auch allgemein für die ganze Welt. Denn egal, ob die AfD gewinnt oder nicht, also am besten wäre es, wenn sie gewinnt, weil dann wird eine von zwei Sachen passieren. Entweder werden sie genauso korrupt werden wie die Altparteien und nichts von ihren Versprechen einhalten. Oder sie werden sie einhalten und die Menschen werden sehen, oh, eine andere Politik ist möglich. Wahnsinn, jetzt geht es uns ja allen besser. Die Demokratie ist wieder hergestellt. Es ist wirklich wieder eine Meinungsfreiheit und kein linker Totalitarismus da draußen. Und dann ist auch gut. Aber auch wenn die AfD alle enttäuschen wird, ist es trotzdem gut, weil dann verlieren die Leute komplett den Glauben an das politische System. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder eine sanfte und friedliche Revolution installieren müssen, wie damals in der DDR, und das System nochmal wieder ganz neu denken müssen und revolutionieren, wo wir wirklich in Freiheit leben können und wo wir wirklich Mitbestimmung haben und nicht so eine Scheinmitbestimmung, wie es jetzt ist. Dass die meisten Corona-Maßnahmen ungeeignet und unverhältnismäßig gewesen seien, belegen die Veröffentlichungen der RKI-Files so Jahren weiter. Millionen von Menschen wurden nicht nur in ihren Grundrechten massiv beeinträchtigt, sondern auch gesundheitlich, psychisch und finanziell geschädigt, sagt er. Als Beispiel dient unter anderem die Maskenpflicht. So stehe im RKI-Protokoll vom 30. Oktober 2020, dass es keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes gebe. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt hier. Es gibt ja wirklich immer noch Leute, also zum Beispiel die ARD, die dann im Faktencheck schreiben, ja, aber das heißt ja nicht, dass die Masken nichts bringen, wenn es keine Evidenz gibt. Ja, da kann ich mir auch einen Karnevalshut aufsetzen und eine rote Clownsnase und sagen, das hilft jetzt irgendwie gegen Corona und habe den gleichen Effekt. Das ist die gleiche Argumentationsebene. Ja, aber Leute, jetzt ist es anscheinend wenigstens auch bei der CSU angekommen und nicht nur bei der AfD, dass sie uns mit diesen FFP2-Masken gegängelt und verarscht haben. Die Regierung unter Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Nachfolger Olaf Scholz, Bundeskanzlerin Angela Merkel, SPD? Nee, da, liebe Epoch Times, die war nicht in der SPD. Das ist wohl hier ein kleiner Druckfehler. So wie die Regierung der Länder hätten jedoch am Zwang festgehalten. Unbeachtet sei geblieben, dass das RKI bis April 2021 in 13 Einträgen stets das Fehlen einer fachlichen Grundlage für eine solche Maßnahme erwähnte. Auch Schulschließung und die Impfung erschienen nach Veröffentlichung der RKI-Files in einem ganz anderen Licht. Eine Aufarbeitung sei daher unabdingbar. Auch bayerische Ministerien sollen Akten vollständig offenlegen. Jahren weiter, als Basisbewegung in der CSU fördern wir, dass nicht nur das RKI, sondern auch die zuständigen bayerischen Behörden und Ministerien zu einer vollständigen Offenlegung der Akten sowie der Kommunikation mit wissenschaftlichen Fachgremien verpflichtet werden, damit die damaligen Erkenntnisse, die anschließend zu den Corona-Maßnahmen geführt haben, transparent gemacht werden können. Die Menschen hätten ein Recht darauf zu wissen, was die verantwortlichen Politiker damals tatsächlich wussten und was sie zu ihren Entscheidungen veranlasst hatte, die in so gravierender Weise in die Grundrechte aller Bürger eingegriffen hat. Hört, hört! Hört, hört, liebe Zuschauer! Das sind doch Ansagen, das ist ja fast AfD-Sprech! Passt auf, liebe CSU! Auch die Gerichte bis zum Bundesverfassungsgericht sieht Jahn in der Pflicht, weil nahezu alle sich die vermeintliche Sichtweise des RKI zu eigen gemacht hätten. Die nun veröffentlichten Protokolle zeigten, dass damals getroffene juristische Maßnahmen offenbar weder erforderlich noch geeignet gewesen seien. Das Prozessrecht sieht für solche Fälle das Recht auf Wiederaufnahme vor, auch wenn das jeweilige Verfahren durch ein rechtskräftiges Urteil abgeschlossen wurde. So, liebe Leute, und das haben ja einige von euch auch in den Kommentaren gefragt. Deswegen bitte teilt dieses Video oder teilt diesen Part,
Es ist unglaublich wichtig, dass ihr das auch macht, wenn ihr da irgendwelchen Schaden gehabt habt, wenn ihr Gelder zahlen musstet, wenn euer Unternehmen deswegen pleite gegangen ist oder wirtschaftlichen Schaden erleidet habt. Leute, ihr habt hier wirklich eine reale Chance. Ja? Also geht da wirklich mit vor Gericht. Ich würde das nicht so leichtfertig sagen, wenn ich das nicht sehen würde. Und selbst wenn ihr dann in der ersten Instanz verliert, es ist hier eine Menge Bewegung drin. Und ihr seid im Recht. Ihr könnt eurem Anwalt auf die RKI-Protokolle und sowas verweisen. Da kann ein Gericht eigentlich nichts gegen sagen, Leute. Erläutert der Jurist Jahn. 10.000 Strafen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen seien allein in Bayern anhängig. Zumeist seien Verstöße gegen Maskenpflicht oder Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen mit Strafen belegt worden. Vor allem Gastwirte wurden zu hohen, teils fünfstelligen Strafzahlungen verurteilt. Die juristische Erfolgschancen auf Wiederaufnahme dieser Verfahren dürfte in zahlreichen Fällen gut ausfallen, meint Jahn. Da hört ihr es vom Juristen. Weil die Justiz auf Jahre hinaus mit einer Prozesslawine überfordert wäre, könne es nur eine bundesweite Generalamnestie nach dem slowenischen Vorbild geben. Alle Urteile im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeitsverfahren, die wegen Verstößung gegen Verordnung und Allgemeinvergütung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes gegen unbescholtene Bürger angestrengt wurden, müssten aufgehoben und Bußgelder zurückerstattet werden. Die Amnestie müsse jedoch auch für alle Wissenschaftler, Ärzte, Beamte, Richter oder ganz normale Bürger gelten, weil sie mit ähnlichen Argumenten wie in den RKI-Files dokumentiert Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen geleistet und dabei uneigennützig und nach bestem Wissen und Gewissen das Wohl anderer Menschen im Blick hatten. Gefällt mir der Mann. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also für mich klingt das auch authentisch und nicht nur nach reinen Lippenbekenntnis, wie wir es hier so gehört haben aus anderen Parteien. Also top Mann, der Jan. CSU vielleicht für euch Bayern eine Alternative. Muss man mal weiter beobachten. Ich meine, den Knallkopf Söder habt ihr da immer noch an der Spitze, ja, der einer der größten Hardliner war, der ja wirklich richtig Bock hatte da auf Krawall. Und ja, also, aber dieser Typ gefällt mir. Endlich wieder auf Basis von Fakten diskutiert. Ich finde das einfach so geil. Die haben uns über Jahre beschimpft als Schwurbler. Damn, it feels good to be a Schwurbler. Verschwörungstheoretiker und sowas. Und ich meine, diese Überschrift, dieses Statement von dem von der CSU ist ja ein ganz klares Statement, dass die Schwurbler waren. Dass die nicht faktenbasiert waren, sondern dass wir das waren. Ist das der Wahnsinn oder was? Ich meine, das ist doch wirklich der Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Es steht alles auf dem Kopf. Die generelle Aufhebung dieser Urteile wäre der erste Schritt zur Aufarbeitung. Er würde auch eine befreiende, gesellschaftliche, wichtige Debatte befeuern, glaubt die zweite Landessprecherin Juliane Ried. Die RKI-Files böten die Chance, den wichtigen freiheitlichen Meinungspluralismus wieder zu stärken, um Diskussionen endlich wieder auf der Basis von Fakten und Argumenten zu ermöglichen. Jo, mein Lieber, kurz in eigener Sache. Wenn du noch nicht den Erfolg, das Charisma und das Selbstbewusstsein hast im Umgang mit Frauen, das du dir gerne wünschen würdest, dann tu dir doch den Gefallen und klick hier unten kurz auf den Link und informier dich über meine Coaching-Programme. Alles klar, weiter im Video. Der konservative Aufbruch wurde im Juni 2014 in Nürnberg von CSU-Mitgliedern gegründet. In ihrem Gründungsmanifest setzen sie sich für eine Politikwende auf christlich-freiheitlicher Basis mit einer klaren Abkehr von rot-grünen Politikansätzen ein. Ja, also das, was die CDU eigentlich früher mal eh war, bevor die Merkel-Ära begann. Aber gut, schön, also dass es sowas immerhin gibt. In dem aus 13 Punkten bestehenden Manifest heißt es außerdem, dass der KA eine überstürzte Energiewende ablehne. Stattdessen setzen sich die Mitglieder für eine sichere, bezahlbare Energieversorgung Deutschlands auf marktwirtschaftlicher und ideologischer Basis ein. Eine ungesteuerte Zuwanderung lehnt die Gruppierung ebenso ab wie die Ausweitung der doppelten Staatsbürgerschaft. Mit entweder 1.000 Mitgliedern, die gleichzeitig Mitglied der CSU oder einer ihrer Arbeitsgemeinschaften oder Arbeiterkreise sind, vertrete der KA Interessen der wertekonservativen und wirtschaftsliberalen CSU-Mitglieder. Ja, noch nie was gehört von dem Verein, klingt wirklich sehr vernünftig. Es ist Bewegung drin, Leute, bitte verliert die Hoffnung nicht. Wenn ihr eure Hoffnung verloren habt, dann haben sie gewonnen. Wir brauchen euch wirklich voller Hoffnung, voller Mut, voller Zuversicht für die Zukunft. Und wie gesagt, wir haben in jedem Fall gewonnen. Wenn sich irgendwas ändert, dann ist es gut. Dann kann man das politisch mit diesem System noch passieren. Wenn nicht, die Leute würden irgendwann die Schnauze voll haben. Und unsere Brüder und Schwestern in der ehemaligen DDR haben es damals auch geschafft mit einer friedlichen Revolution. Schaut, was in den Corona-Maßnahmen auf den Straßen los gewesen ist. Verdoppelt die Anzahl mal oder verdreifacht die. Leute, dann holen wir uns unser Land zurück und dann freiheitlich, demokratisch und wirklich mit Grundrechten, wie sie
damals gedacht wurden. Ja, weil es ist ja eigentlich auf dem Blatt Papier alles gut, das Grundgesetz. Und auch die parlamentarische Demokratie, die muss man meiner Meinung nach wahrscheinlich eher novellieren, als dass man sie komplett abschaffen muss. Aber man muss doch dazulernen. Man kann ja auch nicht überlegen, es ist ja die erste Demokratie, die ersten Demokratieversuche, die es in der Menschheit gab, dass man da jetzt davon ausgibt, dass das jetzt der Weisheitsletzter Schluss ist, ist ja schon fast ignorant. Ja? Sondern natürlich muss sich auch ein System weiterentwickeln. Und das ist vielleicht die Chance auf diesem Weg. Und ich hoffe, ihr geht diesen Weg mit mir gemeinsam, ob links, ob rechts oder sonst was. Das ist nicht wichtig, sondern das, was ich gerade genannt habe, das steht über allen. Und wie wir dann die Wirtschaft aufbauen und Migration und bla bla bla, das kann man dann alles freiheitlich miteinander diskutieren. Also in diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Video, euer Maximilian.